What's up, Party People, und willkommen zur NPBL Spieltag Nummer 6 gegen den werten Schubi. Dubi Duster. Wir sind wieder an Spieltag 6, wie gerade eben schon gesagt. Teambuilding kam gestern. Wenn ihr das hier seht, bin ich heute 20 Jahre alt. Also an dem Sonntag, an dem es kommt. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier drin. Wir haben Voluso, Fueco, Pixie. Okay, wir haben schon mal keinen Chanera. Das ist schon mal sehr gut. Ich gehe einfach mit Sable, Iron, Flygon rein. Also, wie gesagt, Teambuilding kam gestern und ja. Wir haben uns noch erstmal nicht dazu sagen. Wir nehmen einfach mal die hier mit. Gucken wir mal, wie es so funktionieren wird. Ne, auf jeden Fall könnte unser erster Win werden. Ich habe diesmal ein bisschen anders gebaut, diesmal mal keine Regen dabei, weil ich einen Bock auf Reaktionsglas Smogmog habe, weil ich auch zu 100% sehe. Ich sehe auch, dass kein Feld dabei ist gerade, also hat er da wahrscheinlich doch nicht sogar auf Voltabsorber Lectragon. Vor allem, weil der physisch defensiv auch ganz gut was gegen Rassadio machen kann. Na, und sonst Oshifu, Fueco. Ist noch einer nicht dabei, den ich irgendwie gesehen habe? Ja, Chance ist ja nicht dabei. Bin ich sehr froh drüber. Ich hoffe jetzt auch mal auf den Leaf mit Pixie und Smetbo. Und ja. Irgendwann mit. Habe ich jetzt Sable noch mit vorne. Kann auch Helping Hand auf meinen Libelda drücken. Oder auf meinen Ramot, was dann später noch reinkommt. Habe ich ja noch Togetic dann dafür dabei. Okay, er hat noch nicht ausgewählt, jetzt hat er ausgewählt. Ja, genau der Lied. Genau auf den Lied habe ich halt gewartet. So, und wir machen die Kombo Mogelhieb auf Clefable und Steinkante auf Smetbo. Mal schauen, ob die jetzt funktioniert. Mogelhieb kommt. Perfekt, ich gehe nicht in die Dynamax. Und er ist Gewaltschalt. Er Scarf Smetbo, okay. Okay, das hat mir jetzt den Plan ein bisschen zerstört. Okay, machen wir das jetzt. Genau, so Togetic. Bring hier bei der Steinkante auf Butterfree. Fängt wieder richtig gut an, das Game. Fängt direkt wieder richtig gut an. Ja, der pennt jetzt eh die Runde. Wir können es mal probieren. Ja, es ist halt etwas problematisch, dass uns die beiden Mons jetzt pennen. Togetic wird die Runde nicht auffahren, Minimum eine Runde pennt er ja. Ja, jetzt wieder in die G-Max. Wenn er jetzt nicht mit Pixie auf Spotlight geht, haben wir vielleicht die Hoffnung, dass Libelda direkt aufwacht und ihn one-shotten kann. Das kann jetzt theoretisch passieren. Aber wahrscheinlich wird jetzt eh Spotlight kommen. Und wir pennen natürlich weiter.
Ja, und Flygon ist weg. Wir müssen jetzt hier schnell mit Volcarona rein. Mit Savior können wir nicht groß irgendwas reißen. Heißt, Hoffnung ist jetzt, dass wir jetzt direkt mit Togetic aufwachen, Spoil durchbekommen und ich hier direkt auf den Falter reingehen kann. Jetzt hier die Hoffnung. Ja, passt. B-Togetic, mach auf, bitte, bitte. Alter! Ja, und es ist ein 4-0 direkt, Alter. Haben wir beim Support dastehen, die halt nichts machen können. Wow. Ja, Damage, ne. Ich glaube, ich mache es lieber so, ich werde jetzt eh nichts mehr groß machen können, ich will lieber auch mit Mohib auf Clefable, einfach nur mit, er noch irgendwelche Moves von mir sieht. Ist mir jetzt lieber, dass das Game schon 4-0 ist. Das hätte halt gut aufgehen können, ja. Okay. Das müssen wir jetzt anders angehen nächste Runde. Das müssen wir ganz anders angehen. Das müssen wir ganz anders angehen. Ich wüsste gar nicht, was ich in dem Spiel gerade groß falsch gemacht habe. Haben bisher keinen Plan gesehen, den ich irgendwie anders hätte machen können, oder anders hätte machen sollen. Aber eben, machst du nichts. Ich will, ob ich mit meinen gleichen beiden Monster reingehe, oder ob ich jetzt mit Saber und Draco sollte reingehe. Mit Draco sollte ich Dynamaxen. Können wir auch machen. Was Saber und Draco sollte. Togetic Volcarona. Nehme ich auch mal Lino mit. Ne, ich mach mit. Mach mal so. Wenn mein Spectrum im Lead ist, dann mogelhebe ich das diesmal. Ja, halt mit Draco soll's Iron Tail auf Pixie, wenn es will. Also wenn ihr beim gleichen Lead, dann zahle ich einfach das Map World weg.
Ich bin genau die gleichen, okay. Und übrigens Dünergewitter dann hier direkt. Oh ja, ich gehe auf Dünergewitter, weil wir so dann direkt hier nicht mehr eingeschiffert werden können. Auch sehr gut. Mohib kommt. Das Ding flehen. Ja, Clef. Okay, passt. Clef. Wenn Clef Spotlight macht, dann kriegt der jetzt halt hier den Hassel Dünergewitter ab. Nämlich auch. Heißt, wir jetzt nächste Turn mit Verzögerung auf Smetbo. Verzögerung plus Dünergewitter und machen erstmal das Metro hier fertig. Und Dünergewitter und Smetbo ist weg. Sehr gut. So, Pixie ist immer noch langsamer als Draco. Das heißt, wir könnten immer noch das Mon, weil es auf der linken Seite gleich reinkommt, einmal verzögern und dann um Draco sollten Kill mitnehmen. Je nachdem, was jetzt reinkommt. Also einen will ich noch mitnehmen. Am besten, wenn das physisch reinkommt, will ich mit dem Dünner-Eisenschweif auf Pixie. Ja, genau das mal. Oh, es ist Wasser-Urshifu, ne? Den verzögern wir aber auch. Da können wir direkt mit Schockschnabel hier das Ding rausnehmen. Den will ich weghaben. Den will ich zu 100% weghaben. Tankt der einen. Oh fuck, der ist auf Hühnerball wahrscheinlich gegangen. Wo ist der Dünnerball? Falls ja, ist scheiße. Bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Fuck, ich bin so behindert, ganz ehrlich. Hätte ich sehen können, hätte ich. Okay. Der wollte wahrscheinlich mal die letzte Runde meiner Diner mitnehmen. Aber einfach nochmal. Ich mache ihm trotzdem genug Schaden mit dem Schockschnabel. Wir sind immer noch schneller als Pixie. Habe ich ja keinen Grund, das nicht zu machen. Okay, von mir aus kann er machen. Wobei. Ja, ja. Okay, der Draco sollt. Wahrscheinlich ja. Ja. Yep.
Muss nur hinbekommen, dass jetzt möglichst heutig eine Runde überlebt. Du mir jetzt irgendwie hinbekommen. Das machen wir das hier. Oh fuck, der ist eh wieder auf Spot. Ey, ich bin immer so taub, ne? Und wenn er jetzt hier auf Spot geht, nehme ich mit. Nice. Ey. Darum habe ich so ein abartiges Unluck in dieser Liga. Das ist doch nicht mehr schön. What the fuck? Ja, das ist los, danke. Oh, Alter, ich... Oh. Wäre jetzt auch wieder kleiner. Man kann vielleicht noch was mitnehmen jetzt. Wenn er klein wird, kann man vielleicht noch was mitnehmen. Ja, ich bin wieder kleiner, okay. Der kann nicht gesclaved sein, weil Dinger schon gesclaved war. Folglich machen wir jetzt den hier. Ich muss es jetzt so machen. Spotlight kommt, okay, ja, passt. Ja, natürlich hängt den noch, muss ja. Und der Scheibe. Safe, kein Burn. Okay, der... Hab ihr direkt. Ja, GG. Alter, der Kack-Irrlicht-Miss, Alter. Ich will es nicht immer auf Hex schieben, ne? Aber warum muss Irrlicht da missen? Warum muss Irrlicht in dem Moment missen? Ja. Ich bin wieder am Tilten gerade, das ist nicht mehr schön. Oh. Warum misst ihr dich da? Warum drücke ich immer schneller als ich denke? Es ist. Aber in dem Fall war es ja nicht mehr, weil ich hole. Ich habe ja keine Alternative zu Irrlicht, wenn ganz ehrlich, was soll ich denn statt Irrlicht spielen, wenn ich jemanden verbrennen will? Das heißt ja nicht mehr irgendwie, dass es hier. Jo, spiel was anderes als Irrlicht, wenn der nicht missen soll. Ja, konnte ich ja in dem Fall nicht. Orkan hat die Auge getroffen. Weswegen wir denn das Irrlicht getroffen und der Orkan nicht? Weil er wäre wie das Toggetick auch im Leben gewesen. Aber so, miss halt immer ein Irrlicht. Toggetick ist weg, der Ramad perfekt supporten kann. Und ja, das war eins der wichtigsten. Also, das Game meint es nicht gut mit mir. Aber sagen wir mal so. Aber ich sage, sehen wir uns nächste Woche zur MPBL oder vielleicht mal zwischendurch zum anderen Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.